Hallo liebe Kinder, mein Name ist Lena und das ist Sarah. Im Rahmen der Aktion Kita zu Hause möchten wir euch heute ein Wasserspiel vorstellen. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Behälter. Einer ist mit Wasser gefüllt und einer ist leer. Ziel des Spiels ist, das Wasser von dem einen Behälter in den anderen zu bekommen. Und das mit Hilfe verschiedener Gegenstände. Sarah zeigt euch jetzt mal verschiedene Varianten. Zuallererst nehmen wir einen Schwamm. So. Als nächstes könnt ihr noch eine Schöpfkelle nehmen. Als letztes könnt ihr auch noch einen Joghurtbecher benutzen. Lustiger wird's, wenn ihr auch noch Löcher unten reinmacht. Wenn ihr gegeneinander spielt, macht es natürlich noch mehr Spaß. Jetzt ist euer Geschick gefragt. Viel Spaß!